Moin Leute, was knapp kurz zu einer neuen Folge Pokémon? Streitet jemand heute? Mögen wir Team Galactic und so. Und das machen wir, indem wir erstmal in die scheiß fucking Zentrale einbrechen. Mal gucken, hallo? Ich bin hier, um ihre Organisation zu stören. Aha, das hat natürlich meine Galactic-Gebäude von Schleide, ja. Mhm. Der krasse Energiekonzern. Was haben wir hier? Du bist verschlossen. Wow. Alter, trinken, Alter. Let's go. Hat nicht so gut funktioniert, da reinzugehen. Jetzt waren wir denn da. Ja, innere. Ja, ich erinnere mich nicht an dich, weil ihr alle gleich aussieht. Dankeschön, dass du mir Lagerschlüssel gibst. Wie nett von dir. Wie nett von dir. Einfach nur krank. Ist auch manchmal so Brie, Alter. Hallöle. Bäh. Einfach nur bäh. Den Typen juckt halt einfach gar nicht, dass ich jetzt einfach in deren scheiß Zentrale einbreche, Alter. So's. Oh nee, der spooky Keller. Mein Gott, ich will hier doch bloß Fahrrad fahren, Alter. Wieso darf ich hier nicht Fahrrad fahren? Das ist unfair. Wir haben hier einen Keller größer als die ganze scheiß Stadt, Alter, und ich darf mit dem Fahrrad fahren oder was? Das ist doch eigentlich so einfach mit dem Fahrrad. Ich könnte doch einfach alle umfahren. Mann. Unfair. Easy. 1.600 Euro abgezogen. Was ist hier? Ein Fläschchen Zink. Wow. Das ist so wertvoll. Es ist wirklich wertvoll. Es ist 5.000 Euro. Führt mehr als was ich den Monat verdienen. Oh mein Gott, ein Budox. Das Ding wird so stark sein. Ich kack mir gleich in die Hose. Oh. Wow. Einfach nur wow. Die machen mir es gerade mit Pupitei jetzt schon sehr einfach. 1.600 Euro. Let's go. Let's go. Let's go. Ist es gerade Pupita so strong? Also Pupita hat da Scheißwerte gerade. Aber gerade haut das Ding einfach irgendwie raus. Let's go, hier wollte ich hin. Siedewasser. Siedewasser ist relativ gut. Wow. Alter, was haben die bitte für ein Niveau? Kindergarten oder was? Das ist einfach fucking Baumpill. Als wir in der scheiß Trainerschule hatten, die bessere Pokémon. Was zur fucking Hölle? Alter, habe ich nicht getroffen. Killin! Wow! Komm, treff ihn! Yay! Es ist tot. Let's go. Das ist interessant, dass Bubi da gerade so gut einfach mithält mit den Gegnern noch. Oh nein, er saugt das Blut aus einem Stein. Was zur Hölle? Und diese Wand an sieht immer so komisch. Es sieht halt so aus, als würde da noch ein Teil sein, wo du drauf gehen kannst, aber es ist irgendwie nicht so. Aber über den Winkel würde ich jetzt sagen, man könnte noch ein bisschen nach da gehen. Aber es geht nicht. Stein macht Steinsachen und Stein den Gegner weg. Mit seinen steinischen Fähigkeiten. Da war es ein Steiner. Oh nein, ein komischer Hurensohn. Bosche Evil-Tal mit seinem Kadabra. Das wird mich ja so hart zerstören. Ich schaffe es doch echt einfach bloß mal zu tun, die ultra easy sind zu besiegen. Reflektor, oh nein. Reflektor, bei einer Defensive von 10 macht das trotzdem nichts. Oh nein, Psychokinese an einen Stein. Wow. Oh nee, wir sind jetzt in den Keller. Matschbombe. Der will auch anscheinend nicht kämpfen. Galactic, wir werden alles beherrschen. Ja. Einen G-Schlüssel. Ich würde jetzt dazu sagen, Koks-Schlüssel. Diese Wand hier. Was sollte ich eigentlich lang gehen können? Ich bin doch schon
Das ist ja in der Wand drin. Aber jetzt bin ich ja schon weg. Aber mein Gott, Hitboxen. Selbst hier. Hier, immer noch. Noch hier lang oder was? Man kann das sogar vom Weg sehen, dass da Teils sind. Aber ich kann trotzdem nicht lang gehen. Wow. Jetzt gehen wir einfach durch die scheiß Fronttür rein, Alter. No fucks given. Tür auf. Let's go. Es ist wirklich gar kein. Rübel von Team Galactic und Rübel von Team Galactic, fordert nicht heraus. Wow. Goldball 1 ist tot. Let's go. Tot. Aber diese Erfahrungspunkte auch, Alter, das ist zurzeit richtig, richtig hoch. Okay, ich werde die auch bald brauchen wegen Kämpfe und so, aber trotzdem. Also wegen krassen Kämpfen und Legis halt so. Und so eine Sache. Ja, jetzt habe ich hier so ein paar TPR. TPR, Alter. Genau hier wollte ich hin. Let's go. Top-Beleber. Leider werden keine Drogen mehr verkauft. Alter, guck dieser Typ Fernseher, Alter. Digga. Wow. Einfach nur wow. Das ist so ein fauler Huren. Ganz Base brennt und er sitzt da und guckt scheiß Fernsehen, aber dann so macht auf dicke Eier auf und zerstört. Zugkraft hat verfehlt. Wow. Das ist doch lächerlich, Alter. Alter, Betten, kann ich hier schlafen? Ich breche in deren Base ein, um in deren fucking Bett zu schlafen, Alter. Wenn man einfach zu arm ist für alles. Aber trotzdem Terrororganisationen zerstört. Das ist ein bisschen Erdbabying machen. Ich bräuchte ein ganzes Team mit Ruckzucki und Finalschlag. Und dann haben die 50 Leute, die stehen alle in der Reihe. Bis am Ende bin ich tot. Außer ich heile. Ein Elixier. Praktisch, praktisch. Ein Sonderbonbon, let's go, let's go, let's go. Oh, da ist ein Ficker. Ein Bruch. Möchtest du den G-Schlüssel verwenden? Nein, ich möchte den Z-Schlüssel verwenden. Wie der sich umdreht, Alter. So, als hätte er drauf gewartet. Sieh einer an. Dann bist du wohl der Trainer, von dem ich gehört habe. Die natürliche Trainer, der sich viel stark genug hält, um die Galaktik aufzuhalten. Allerdings hätte ich nicht erwartet, dass es sich dabei um einen Drakirsuch wie dich handelt. Nun ja, unser Commander schießt jetzt ziemlich Probleme bereitet zu haben. Ich weiß im Übrigen, warum du hier bist. Es geht um die Fickpuppen der Seen, richtig? Du willst sie retten. Ich brauche sie nicht länger. Sie haben ihren Zweck bereits erfüllt. Wenn du sie unbedingt retten willst, nur zu, mir ist es gleich. Damit ersparst du mir eher die Arbeit, sie selbst beseitigen zu müssen. Allerdings muss ich sagen, du bist erstaunlich. Diese Pokémon haben rein gar nicht mit dir zu tun. Und du willst sie jedoch retten. Warum? Aus Mitleid? Welche nutzlose Emotion? Unlogisch, irrational. Mitleid und Barmherzigkeit sind Produkte des schwachen menschlichen Herzens. Solche jämmerliche Sentimentalitäten haben dich also hergebracht. Gleich wirst du es bereuen, auf den Herzgott zu haben. Oh shit. Jetzt gibt's Kampf. Charakterboss Cyrus. Amurx. Wow. No Skates, Pupitur. Ein Pupitur, eine richtige Steinkante. Dings ist das Ding weg. Nachtnebel. Okay. Und? Hm? Ein Zwiebel. Level 43, das ist ja auch mein Level. Da kann das auch sehr tief. Metallklaue, ja. Und strong so ein bisschen. Ist effektiv. Das ist aber auch sehr effektiv. Und das Ding ist tot. Du haut gerade die Hits raus, Alter. Das ist einfach nur krank.
Ein letztes Pokémon. Pumpt. Dieser Pumpt, Alter, der macht mich fertig. Das ist ein Pokémon. Kannst du nichts gegen ein Pokémon machen? Kann er gar nichts gegen... Oh! Das ist eigentlich, dass es mit Niederlage droht, wenn dies so weitergeht. Ja, Alter, du überlebst mit einem KP. Super Trank. Let's go, Knuscher. Ist trotzdem strong? Nicht zu unterschätzen. Noch ein Supertrank, Alter. Was ist da grau? Er versucht, diesen Körper gerade so am Leben zu erhalten. Komm, Pupita. Du machst das jetzt. Du kriegst das hin. Scheiße. Kommt der Raphael und macht das Ding tot. Ist nicht so. Mann, dieses eine KP, Alter. Das wäre so gut gewesen. Wenn Pupita da reinläuft und sein ganzes Team wegvernittet. Ist so gut gewesen. Aber die EP sind deswegen für Raphael. Und Raphael braucht sie. Ein Level noch. Da gibt's richtig, richtigen Stress. 8000 Euro, nen. Hilfe. Nutzlose Emotion, ja. Gut, hier ist deine Belohnung, dass du mich besiegst. Ein Meisterball. Wow. Er hat keine Verwendung dafür. Du hast erst recht Verwendung dafür, Alter. Dein Team ist absolut scheiße. Alter. Einfach ein DJ-Pool, Junge. Let's fucking go. Ab in den tieferen Keller. Bist du? Alter, das unterstützt, aber das ging viel zu weit, Alter. Was ist das, bitte? Was ist das? Wer bist du denn? Ich will nichts zu unserer Verteidigung sagen. Alter, was für Hurensüße. Ey, was machst du hier? Du bist den ganzen weiten Weg gekommen, bloß um ein Pokémon zu retten. Unser Boss ist mir echt ein Rätsel. Aber das ist nichts Neues. Denn ich habe ihn noch nie verstanden. Ich meine, warum lässt er... Hätte ich 5 hier reinkommen und gehen, wie es dir passt. Die von die Galaktik neben uns, was wir brauchen, und löschen alles andere aus. Egal. Wo du schon mal hier bist, will ich dich auch auf unsere Art willkommen heißen. Jetzt als kleine Revanche an. Für das, was du am See abgezogen hast. Noch ein Kampf. Deinstalliert. Absolut crank. Mal gucken, kann Raphael da Tops nehmen? Wäre lustig, wenn. Wäre sehr lustig, wenn. Ist lustig, ist lustig. Alter, weiter so, Raphael. Raphael pumpt die Kacke raus. Dieser Typ wurde so deinstalliert. Ah, wieso bist du stark? Ach, was soll's. Mach so mit diesen drei Pokémon, was du willst. So, du kaufst mir verschiedene, um sie zu befreien. Möchtest du auf den Knopf drücken, um die Pokémon zu befreien? Du bist auf den Knopf und befreist die Pokémon. Die Waschstelle. Unser Boss hat eine rote Kette aus den Kristallen in drei Pokémon geschmiedet. Diese rote Kette braucht auf dem Baum, etwas auf den Kraterberg zu fesseln oder so ähnlich. Aber mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung, was er da oben wirklich vorhat. Diese schäbige Bruchbude, Alter. Mehr ausgegeben für die Tapete als für ihre eigenen Mitglieder, Junge. Ja, jetzt ist hier niemand mehr geführt in dem ganzen Gebäude. Die machen jetzt alle richtig Stress. Im Kraterberg. Aber was sie da oben wirklich vorhaben. Das, Leute, werden wir es nächste Folge sehen.